Die Stadt ist sein Trainingsplatz. Über Mauern springen oder auf Gebäude klettern, das ist die Leidenschaft von Marcel Berlin. Ganz Marburg hat der Parkourläufer zum Austragungsort für seine Artistik erkoren. Aber was ist Parkour eigentlich? In der Urform bedeutet Parkour dieses von Punkt A nach Punkt B zu kommen und das auf dem schnellsten oder effizientesten Weg. Heißt, wenn irgendwie jetzt wieder vorne eine Mauer im Weg ist, dann gehe ich nicht drum herum, sondern gehe drüber, um möglichst schnell an mein Ziel zu kommen. Parkour hat sich über die Jahre gewandelt. Heutzutage wird Parkour eher so trainiert, man trifft sich an einem Spot wie hier zum Beispiel, also an einem Ort, wo man gut zusammen trainieren kann und fängt einfach an zusammen zu trainieren. Und dann bastelt man sich irgendwie seine Wege zusammen und es geht vor allem auch darum, einfach Spaß an Bewegung zu haben. Sieht so einfach aus, aber ist das nicht auch mega gefährlich? Sich selber einschätzen, selber so ein bisschen rantasten, schauen, okay, kann ich das? Weil oft wird ja auch so eine Gefahr und so ein Risiko dem Sport zugeschrieben. Aber es ist im Endeffekt immer nur so viel Risiko, wie man sich selber auferlegt. So, es ist ja nicht, dass man irgendwas machen muss. Trotzdem hat sich Marcel zweimal die Bänder gerissen und einmal den Mittelfuß gebrochen. Aber bei so spektakulären Sprüngen ist das eigentlich eine verschmerzbare Bilanz. Ich persönlich trainiere viel lieber draußen, auch wenn das Wetter jetzt nicht immer so super sein sollte oder auch mal nass ist oder so. Aber es ist schon auch schön, die Möglichkeit zu haben, in eine Turnhalle zu gehen. Wer jetzt Bock bekommen hat, Parkour mal auszuprobieren, kann einfach zum Schnuppertraining beim TSV Ockershausen vorbeischauen. Viel Spaß!